Ja, herzlich willkommen zu dieser Vorlesung zum Thema Neoliberalismus, der letzten Vorlesung an dem Modul Wirtschaft und Politik. Das ist sozusagen auch die Ergänzung zu dem Teil, den Paul liefert. Den haben Sie schon online sehen können. Vielleicht von der Konzeption her würde mein Teil zuerst kommen und dann kommt der Teil von Paul, aber Sie können sich die zwei Vorlesungen oder Teile der Vorlesung natürlich in der Reihenfolge anschauen, wie Sie möchten. Also in diesem Teil geht es erstmal um Neoliberalismus als Konzept allgemein, denn eine gewisse historische Herleitung. Dann werde ich auf den analytischen Mehrwert eingehen mit einem kurzen Exkurs zum Thema Anthropologie der Globalisierung und dann eine Schlussbemerkung anfügen. Neoliberalismus als Konzept allgemein kann man sagen, es ist etwas schwammig. Also es gibt viele Auseinandersetzungen, die das sozusagen Adjektiv neoliberal benutzen oder den Neoliberalismus als Konzept ansprechen, ohne dass es genau klar ist, was damit gemeint ist. Und auch in der Ethnologie des Neoliberalismus oder Anthropology of Neoliberalism ist es sozusagen oft unklar, was das genau bedeuten soll. Und es gibt eben laut Hoffmann und anderen wenig Studien, die wirklich sich mit der Anthropology of Neoliberalism beschäftigen, sondern es gibt oft sozusagen Studien, die sich mit Teilen des Neoliberalismus oder sozusagen die Neoliberalismus als Zusatz nehmen, ja, mit Teilen des Neoliberalismus beschäftigen oder das Ganze als Zusatz nehmen. Genau, und dann sagt Ganti: At the heart of the criticism and debates over the efficacy and inefficiency of neoliberalism as a theoretical framework lie long-standing anthropological concerns about scale, representation, comparison and relevance. Was damit meines Erachtens gemeint ist, ist, dass Ethnologie ja tatsächlich eine empirische Sozialwissenschaft ist, die im Grunde mikrosoziologisch arbeitet, sprich, Sie als Ethnologin forschen mit einzelnen Personen an einzelnen Orten. Also letztlich haben Sie als Forscherin konnten empirischen Kontakt mit einer überschaubaren Menge an Personen und Dingen in Ihrem Feld. Und auf Basis dieser sehr kleinteiligen, also mikrosoziologischen Forschung ist es natürlich schwierig, Aussagen über den Globus umspannende Phänomene wie zum Beispiel den Neoliberalismus machen zu können. Also das ist einmal sozusagen das Problem von Scale. Auch die Frage der Repräsentativität, also wie symptomatisch oder wie typisch sind denn die Erfahrungen, die Sie in Ihrem lokal begrenzten Feld machen können, für dieses globale Phänomen. Auch was die Vergleichbarkeit angeht, an jedem Kontext wirken sich neoliberale Dynamiken unterschiedlich aus. Auch die Forscherin beeinflusst natürlich ihr Forschungsfeld. Insofern ist wirklich die Frage, ob auch eine Multi-Sided Ethnography oder eine vergleichende Forschung verschiedene Ethnografien von verschiedenen Forscherinnen zusammennimmt, ob die wirklich aussagekräftige Positionen zu dem Phänomen Neoliberalismus entwickeln kann. Und so weiter. Also das sind so einige Kritikpunkte. Also die Ethnologie als kleinteilige, mikrosoziologisch arbeitende Sozialwissenschaft hat ein Problem mit diesen sozusagen großen Begriffen, die sich oft nur höchst sozusagen fragmentarisch im eigenen Feld zeigen. Genau, nichtsdestotrotz ist es natürlich ein zeitgenössisches Phänomen als Begriff, auch als konkrete politische und ökonomische und soziale Praktiken. Insofern beschäftigen wir uns damit. Und eine klare, vielleicht auch nicht umfassende, aber doch sehr klare Herangehensweise ist erstmal die ökonomische. Harvey sagt dazu: Neoliberalism is in the first instance a theory of political economic practices that proposes that human well-being can best be advanced by liberating individual entrepreneurial freedoms and skills within an institutional framework characterized by strong private property rights, free markets and free trade. The role of the state is to create and preserve an institutional framework appropriate to such practices. Wenn wir das also nochmal unterstreichen, es geht im Wesentlichen in erster Linie erstmal um eine ökonomische Praxis, der Neoliberalismus als ökonomische Praxis. Die hat das idealistische Ziel, das Wohlergehen der Menschen zu fördern. Der Mensch im Singular wird ein als individuelles, als freiheitsliebendes oder als freies Individuum verstanden, das sich vor allem in seiner ökonomischen oder in seiner erfinderischen Tätigkeit austoben möchte oder ausleben möchte und dafür einen institutionellen Rahmen braucht, der Eigentumsrechte schützt, die Freiheit des Marktes garantiert, die Freiheit des Handels garantiert.
Und insofern, also das sozusagen ermöglicht, was in den Individuen mehr oder weniger natürlich angelegt ist, nämlich etwas zu erfinden, etwas zu verkaufen, zu tauschen und dabei Gewinn zu machen, möglichst auch Gewinn zu maximieren. Also das wäre jetzt mal eine ganz basale Herangehensweise an das Konzept des Neoliberalismus, der natürlich nicht nur eine ökonomische Theorie ist, sondern schon auch eine sozusagen Philosophie in dem Sinne, dass sie ein bestimmtes Menschenbild und auch ein bestimmtes Bild des natürlichen Zustandes oder des erstrebenswerten Zustandes involviert. Gandhi, der Ethnologe, sagt, dass in der Auseinandersetzung mit Neoliberalismus, vor allem auch in der Ethnologie, vier Aspekte herausstechen. Einmal wird Neoliberalismus vielleicht gerade im schon erwähnten Sinne bei Harvey als ökonomische Reform wahrgenommen, also als eine Wirtschaftstheorie, die darauf abzielt, den Handel zu befördern und auch sozusagen die Gewinnmaximierung zu ermöglichen durch Deregulierung der Wirtschaft, Liberalisierung des Handels und der Industrie und Privatisierung staatlicher Unternehmen. Also der Neoliberalismus, ähnlich wie der Liberalismus, ist ganz klar gegen den Kollektivismus ausgerichtet und kollektivistische Wirtschaftsformen wären zum Beispiel die Planwirtschaft. Genau, aber auch ein überdimensionierter Sozialstaat. Genau, die liberale und die neoliberale Form des Wirtschaftens will also so wenig Staat wie möglich und so viel Privateigentum wie möglich. Genau, gleichzeitig kann Neoliberalismus als zweiter Punkt auch als ein normatives Entwicklungsmodell verstanden werden, was also sozusagen vorgibt, wie am besten, insofern also normativ, wie am besten Arbeit, Kapital und Staat miteinander korreliert werden. Was also auch für sozusagen als Exportprodukt für sich noch entwickelnde Länder als Ideal ausgegeben werden kann. Ja. Und als dritter Punkt die Ideologie, das habe ich auch gerade schon angesprochen, die Ideologie, die also ein freies Individuum annimmt, was so also nach die eigene Kreativität entfalten möchte, nach Gewinn strebt, nach Gewinnmaximierung strebt. Genau, und das, der Gedanke ist, dass das Marktprinzip, also der freie Handel, der freie Wettbewerb, das am besten ermöglicht, dass kalkulierende, freie Individuen sich entfalten. Und das ist also auch dieses Menschenbild des Homo economicus, das da dahinter steht. Und als vierter Punkt, der mit dem Neoliberalismus zusammenhängt, kann gesagt werden, dass es geht auch als eine Regierungsform. Da verbindet sich die Idee des sich selbst regulierenden freien Marktes mit der Idee des sich selbst regulierenden und optimierenden Individuums zu einem Modell für effektives und effizientes Regieren. Das wäre also der Begriff der Governmentality oder Gouvernementalität, den Foucault geprägt hat und auf den Paul in seinem Teil der Vorlesung ausführlich und sehr gut eingeht. Um Neoliberalismus zu verstehen, muss man erstmal ganz grob sich mit Liberalismus beschäftigen. Das ist eine Idee, die im 18. und 19. Jahrhundert aufkommt, also im Grunde nach oder im Zuge der europäischen Aufklärung. Liberalismus betont die Freiheit des Individuums und gleichzeitig glaubt Mann oder Mensch an die Logik des freien Marktes. Adam Smith wäre also ein wichtiger Vordenker im 18. Jahrhundert dieser Philosophie. Und dabei geht es tatsächlich nicht nur um ökonomischen Gewinn, sondern tatsächlich um das Wohlergehen des Menschen bzw. aller Menschen an sich. Der Glaube ist also tatsächlich, dass freie Individuen sich auf einem freien Markt so positionieren können, dass es der Allgemeinheit insgesamt am besten geht. Natürlich gibt es dabei auch Einbrüche, ja, Konkurrenz bedeutet natürlich schon auch, dass ein Unternehmer am Ende des Tages gewinnt und der andere verliert. Es gibt natürlich auch Wirtschaftseinbrüche, es gibt natürlich auch soziale Härten in diesem ganzen liberalen Projekt. Also es können Unternehmer auch scheitern, Unternehmer können auch ihre Ressourcen verlieren, verarmen und so weiter. Das soll dann durchaus in den unterschiedlichen Spielarten des Liberalismus aufgefangen werden vom Staat,
der also einerseits die Rahmenbedingungen für die freien Individuen und den freien Markt zur Verfügung stellen soll, inklusive solcher neueren, damals neueren Ideen wie der Meinungsfreiheit und den Menschenrechten, also so im 18. Jahrhundert durchaus neue und revolutionäre Ideen, die mit dem Liberalismus verbunden wurden. Und der Staat soll also den Rahmen inklusive dieser positiven Freiheiten zur Verfügung stellen. Gleichzeitig soll der Staat das, die Freiheit des Marktgeschehens nicht unnötig beeinflussen. Genau, diese Idee ist dann im Zuge von ökonomischen Verwerfungen im 19. und vor allem 20. Jahrhundert zunehmend in Misskredit geraten. Also Sie können sich aus den Geschichtsbüchern wohl erinnern, also mit der Industrialisierung vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Westeuropa ging natürlich tatsächlich auch eine Verelendung von großen Teilen der Bevölkerung einher. Die Auflösung der lokal gebundenen, oft dörflichen Gemeinschaften in urbanen Kontexten, also sozusagen der Übergang von Gemeinschaft zu Gesellschaft, wie es in der Soziologie oft begriffen wird. Die Gesellschaft, die durchaus auch im damaligen Kontext dann als negatives Phänomen gesehen wurde, also die Auflösung der kommunalen Verbindungen, der gemeinschaftlichen Verbindungen, die Individualisierung, die Vereinsamung, die Isolierung. Ja, also das typische Bild dafür wären Arbeiter, die in den neu gebauten Arbeitersiedlungen an den Rändern der Städte in ihren Parzellen, in ihren einzelnen kleinen Wohnungen hausen und jeden Morgen in Herrgottsfrüh sich in den langen Zug einreihen, der zur Arbeit führt, zum Fabriktor und dann eben nach 10, 12 oder 14 Stunden völlig entkräftet wieder zurückkommen. Und letztlich findet außer Arbeiten und Schlafen und sozusagen Nahrungsmittelaufnahme nicht viel statt. Also dieses, und gleichzeitig haben die Menschen dann immer noch nicht wirklich einen großen ökonomischen Gewinn. Im Grunde genommen könnte man sagen, die vorindustrielle Wirtschaftsform, zumindest in idealer oder nostalgischer Perspektive, wo die Menschen ihr eigenes Land bewirtschaftet haben, also im Wesentlichen eine Art von Subsistenzwirtschaft gepflegt haben, die hat den Menschen doch etwas mehr Freiraum und Kreativität, Freiraum auch für eigene Kreativität gelassen. Und die Industrialisierung hat dann erstmal zu großen sozialen Verwerfungen geführt, zu eben auch Landflucht, Verarmung, Proletarisierung. Und den entsprechenden auch Unruhen, die damit dann Anfang des 19. und 20. Jahrhunderts einhergingen. Also insofern ist der Liberalismus dann in Misskredit geraten, wurde ja auch kritisiert, zum Beispiel von marxistischen Denkern und Denkerinnen, als ein ausbeuterisches System, also Liberalismus dann gleich als Basis für Kapitalismus, gleich sozusagen die Folge davon Ausbeutung und Verarmung und Verelendung der Massen. Genau, das Ganze ist dann noch zusammengekommen mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, in dem auch dann konservative Kreise, Regierungen in Westeuropa zunehmend auf Planwirtschaft umgestellt haben, also Kriegswirtschaft gleich Planwirtschaft. Es musste eben ganz mussten spezielle Produkte für den Krieg produziert werden. Insofern wurde die Freiheit des Marktes von staatlicher Seite beschränkt. Das Ganze dann noch gepaart mit der erfolgreichen Oktoberrevolution im zaristischen Russland. Mit dem Aufstieg der Bolschewiki, nicht nur in Russland, sondern dann auch in anderen Teilen der späteren Sowjetunion oder der sich herausbildenden Sowjetunion. Also sozusagen ein politisch-wirtschaftlicher Erfolg eines anderen Systems, einer Planwirtschaft und dann noch gepaart Ende der 20er Jahre mit der Wirtschaftskrise, Weltwirtschaftskrise, die sowohl in den USA als auch in Westeuropa also nochmal zu extremen sozialen Härten geführt hat. Also diese Phase im Grunde genommen zwischen Ende des 19. Jahrhunderts und den 1920er Jahren hat den Liberalismus in Misskredit gebracht. Insofern haben sich dann in den 20er und vor allem 30er und 40er Jahren Theoretikerinnen zusammengetan, um neu zu denken, was mit Liberalismus noch anzufangen ist. Und das war eben dann auch die Basis für die Herausbildung des Konzepts des Neoliberalismus. Also der Neoliberalismus als Versuch, den Liberalismus nochmal zu beleben, allerdings in einer etwas neueren Form, in einer etwas, deswegen eben Neo, also in einer etwas abgeänderten Form. Die Logik des Marktes weiterhin soll die ganze Gesellschaft dominieren, alle Bereiche der Gesellschaft dominieren. Der Staat soll die Rahmenbedingungen für die sich frei entfaltenden Individuen und Marktakteure schaffen. Der Staat soll sich stark zurückziehen. Und dann jetzt als eine Neuerung, sozusagen im Gegensatz zu dem klassischen Liberalismus, Fragen nach Meinungsfreiheit, Menschenrechten und so weiter wurden jetzt weniger intensiv gestellt. Also die galten so als sozusagen sekundär.
Genau, also es war nicht mehr diese idealistische Aufklärungsphilosophie, die das freie Individuum ins Zentrum gestellt hat, nicht nur als ökonomisch handelnder Akteur, sondern eben auch als frei denkender, sich frei ausdrückender Akteur, sondern es ging sehr stark, also es war sozusagen ein gewisser Reduktionismus auf ökonomisches Handeln. Im Westen, also in Westeuropa vor allem und in Nordamerika, kam diese Phase auch des sich dann zunehmend erfolgreich ausbreitenden Neoliberalismus ab den 1960er, 70er Jahren nach einer Phase des Fordismus, zurückgehend auf den amerikanischen Unternehmer Henry Ford, der also ein Wirtschaftsmodell in seinen eigenen Fabriken vorgeschlagen hat oder entwickelt hat, das also durchaus die Arbeiter auch am Wohlstand teilhaben lässt. Also der Fordismus, der die Massenproduktion im Auge hat, die Fließbandproduktion mit den immer gleichen Arbeitsabläufen, gleichzeitig aber auch das Wohl der Arbeitnehmerinnen im Auge hat, die durchaus also durch Versicherungen geschützt werden sollen und die durchaus auch ein adäquates Einkommen erwirtschaften können sollen, damit sie sich dann die Konsumprodukte, die in den Fabriken produziert werden, auch leisten können. Also das war sozusagen eine Art von sozialer Kapitalismus, der in mit diesem Schlagwort gemeint ist, der so die in den 1920er bis 1960er Jahren in Westeuropa und Nordamerika dominiert hat, der dann aber in den 60er, 70er Jahren zunehmend auch in Schwierigkeiten gekommen ist im Kontext von anderen zivilgesellschaftlichen Reformen oder Reformbestrebungen und auch im Kontext der Ölkrise Anfang der 1970er Jahre, als tatsächlich westliche Industrien in größere Schwierigkeiten gerieten. Genau, also das nur als ganz grobe historische Einordnung, wo in der Neoliberalismus dann aufgekommen und relevant geworden ist. Die Rolle des Staates im Kontext des Neoliberalismus ist interessant. Der Staat soll eben eine minimale Ordnungsfunktion haben. The state has to guarantee, for example, the quality and integrity of money. It must also set up those military defense, police and legal structures and functions required to secure private property rights and to guarantee by force, if need be, the proper functioning of markets. Furthermore, if markets do not exist in such areas as land, water, education, healthcare, social security or environmental pollution, then they must be created by state action if necessary. But beyond these tasks, the state should not venture. State intervention in markets, once created, must be kept at a bare minimum, because according to the theory, the state cannot possibly possess enough information to second guess market signals, prices, and because powerful interest groups will inevitably distort and bias state interventions, particularly in democracies, for their own benefit. Also das hier ist nochmal die Einschätzung von Harvey, der sich eben als Historiker kritisch mit dem Phänomen des Neoliberalismus auseinandergesetzt hat. Der Staat soll also die politischen Rahmenbedingungen für die freie Marktwirtschaft bereitstellen. Er soll vor allem auch Privateigentum schützen, wie anfangs schon gesagt. Er soll auch neue Märkte sozusagen erschließen oder zum Funktionieren bringen in bestimmten Bereichen, wo eben noch kein marktwirtschaftliches Agieren möglich ist oder noch nicht sich ausgebildet hat. Genau, also inklusive, was ja auch für uns zum Beispiel interessant ist im Bereich des Umweltschutzes oder der Umweltverschmutzung. Da gibt es ja jetzt auch diesen Zertifikatshandel, der in den letzten Jahrzehnten etabliert wurde. Das ist also sicherlich auch ein Bereich, wo ein neuer Markt von staatlichen Akteurinnen erschlossen wurde für eben neoliberale Agenten. Genau, ansonsten soll das staatliche Handeln sich auf das Minimum beschränken, weil Staaten insgesamt nicht das komplexe, dynamische und oft unvorhersehbare Marktgeschehen wirklich überschauen können. Und vor allem auch, weil Staaten, also Regierungen in dem konkreten Falle, der Einflussnahme von Partikularinteressen ausgeliefert sind. Also Lobbygruppen, was weiß ich, der Bauernverband, Gewerkschaften, aber natürlich auch Unternehmer und so weiter, die versuchen, auf Regierende Einfluss zu nehmen, um in ihrem Sinne Politik zu gestalten. Das wiederum widerspricht dieser schon Ideologie, muss man sagen, des freien und sich selbst organisierenden Marktes, die die absolute Basis der liberalen, aber auch neoliberalen Theorie ist.
Hier nochmal als kleine Karikatur, als Bezugnahme nochmal auf Somalia. Also es gibt lustigerweise tatsächlich zum Beispiel in Amerika diese Idee, dass sozusagen je weniger Staat und je mehr individuelle Freiheit, desto besser. Und dann wäre doch Somalia im Grunde genommen ein idealer Ort. Also Somalia seit 1991, wo man keine Steuern zahlen muss, zumindest in der Theorie, wo Regierung nicht relevant ist, also die offizielle staatliche Regierung nicht relevant ist, Regulierungen dementsprechend kaum vorhanden sind und jeder Mensch seine Waffen tragen kann. Also das Ideal der Libertären in den USA oder das Ideal der extremen Neoliberalen weltweit, jetzt besser in Somalia. Also natürlich nur als Karikatur, weil, wie Sie ja wahrscheinlich im Rahmen dieses Moduls auch mitbekommen haben, es gibt natürlich neben dem Staat auch andere Formen der lokalen Regierung in Somalia. Und es gibt natürlich auch Regulierungen, die dann eben nicht staatlich sozusagen erlassen und überwacht werden, sondern eben von traditionellen Autoritäten, religiösen Autoritäten, Warlords und so weiter. Also letztlich gibt es Regulierung und lokale Regierung auch in solchen Orten wie Somalia, aber es ist eben nicht staatlich zentral verwaltet und kontrolliert. In der ethnologischen Forschung seit den frühen 2000ern beschäftigen sich Menschen vor allem mit den negativen Folgen des Neoliberalismus. Das können Sie auch in dem Artikel von Sherry Ordner von 2016 nachlesen. Also konkrete negative Folgen vor Ort in Feldern, die auch Ethnologinnen untersuchen werden, eben der Abbau des Sozialstaates. Entschuldigung. Die Verarmung von Teilen der Mittelschicht, zum Beispiel in Osteuropa, Konflikte, die sich aus diesen neoliberalen Praktiken wie Liberalisierung und Privatisierung von Märkten in Teilen des globalen Südens ergeben. Und diese negativen Effekte, die bringt Sherry Ordner dann nochmal auch im Anschluss an Harvey auf den Punkt. This institutional framework, also Neoliberalism, includes among many other things the removal of government regulations on business, the reduction of the power of labor to market demands, the downsizing of labor force itself, the privatization of many public goods and institutions, and the radical reduction of programs of social assistance for poor people. The effect of all this has been the growth of extreme inequality, both within and across nations, with a handful of wealthy individuals getting dramatically richer, the masses of poor people getting significantly poorer, and the middle class hanging on, where thus only by dint of extremely hard work and self-exploitation. So, also Sherry Ordner bringt die negativen Folgen hier nochmal so auf den Punkt, dass also wenige viel reicher werden, sehr viele viel ärmer und die Mittelklasse sich ständig anstrengen und im Grunde genommen selbst ausbeuten muss, um ihren seinen ökonomischen und sozialen Status halten zu können. Und in dem Artikel, den Sie sich ja gerne selber nochmal durchlesen können, spricht sie dann also in größeren Unterkapiteln von Accumulation of Dispossession, also der Ansammlung von Enteignung letztlich, also von dem Verlust von Eigentum oder Wohlstand. Also das Wachsen von Verlust von Wohlstand kann man wahrscheinlich das übersetzen. Dann ein weiterer Aspekt, der mit diesem Begriff der Governmentality oder Gouvernementalität zusammenhängt, Fear and Insecurity, also sozusagen in der gegenwärtigen Welt, die durch eben neoliberale Praktiken und Orientierungen geprägt ist, nimmt auch die Angst und das Risikobewusstsein ständig zu. Also viele Dinge erscheinen vollkommen unkalkulierbar. Das können wir ja auch bei uns selber inzwischen deutlich nachvollziehen. Die Bankenkrise 2008, 2009, die also über kürzeste Zeit extremen Wohlstand auch gerade in der mittel- und unteren ökonomischen Schicht in Westeuropa vernichtet hat. Die Unabwägbarkeit, was jetzt mit Finanzspekulationen an den globalen Märkten einhergeht. Das, was wir jetzt gerade zum Beispiel gesehen haben, diese Hedgefonds gegen die kleinen Privatanleger in den letzten Tagen, die sich, ich glaube, an der New Yorker Börse irgendwie um eine Computerfirma, oder so eine Gaming.com oder so eine kleine Computerspielfirma, irgendwie so ein kleines Gefecht geliefert haben, wo innerhalb von kürzester Zeit die Kurse extrem geschwankt sind, also um Hunderte von Prozent. Also all diese Dinge, die sind natürlich auch, kommen mit Unsicherheit und Angst einher für einfache Menschen, die dieses Geschehen kaum überblicken und die auch nicht die Rücklagen haben, um Krisen ökonomisch ausstehen oder aussitzen zu können. Genau, und ein weiteres ethnologisches Thema, was in diesem Kontext von eher negativen Dynamiken dann auch noch eine Rolle spielt, ist Anthropology of the Good nach Sherry Ordner. Also wo sich zunehmend Ethnologinnen Themen wie Wellbeing, Dignity oder Morality widmen.
Wenn Sie sich also die ethnologische Literatur der letzten 15 Jahre anschauen, können Sie das tatsächlich ganz gut nachvollziehen, wo sich, wenn Sie so wollen, Ethnologinnen ihre Nischen schaffen in diesem eher düsteren globalen Geschehen, wo viele Menschen verarmen und eben von Furcht geplagt sind, suchen die sich ihre Nischen, um dann Themen zu untersuchen, die natürlich auch eine Rolle spielen, vielleicht auch als eine Art von Widerstand oder als Gegenreaktion auf diese in Anführungszeichen neoliberalen globalen Dynamiken. Ein weiterer Aspekt, der jetzt mal eher auf der positiven Seite auch zu verorten wäre oder zumindest auf einer neutralen Seite, wenn man jetzt mal normativ sprechen möchte, wären die Chancen, die sich aus neoliberalen ökonomischen Praktiken ergeben. Also dass tatsächlich auch sozusagen eine gewisse Aufstiegsmöglichkeit besteht in dem Kontext, dass also auch verarmte Menschen jetzt Gewinne machen können, dass die sich irgendwie die neuen Technologien aneignen können, um ihre Start-ups zu gründen, um also unternehmerisch tätig zu werden, dass zum Beispiel auch mittels dieser neuen Technologien in bisher sehr armen und unterentwickelten Ländern, zumindest aus global nördlicher Sicht, wie zum Beispiel Indien, Krankenversicherungen für die Armen eingeführt werden können. Ein Projekt, womit sich Ursula Rauber, bei unserem Institut, also bis vor kurzem bei unserem Institut, auch als Ethnologin beschäftigt hat. Genau. Und also das ganze Thema Unternehmertum und auch Microfinances, das sind natürlich Themen, die von Ethnologinnen ganz gut untersucht werden können, weil da geht es ja um individuelle Akteure, die in einem überschaubaren Rahmen aktiv werden, was also sehr gut empirisch erforscht werden kann. Und das macht bei unserem Institut zum Beispiel auch Steffi Mauksch, die sowohl in Nepal als auch im Sudan zu Unternehmern und Unternehmertum forscht und dazu auch publiziert hat. Und ich wollte Ihnen jetzt mal einen Videoclip zeigen, der sich da an dieses Thema der Chancen an Orten, wo man es nicht erwartet hätte, anschließt. Also es scheint dieses Video jetzt hier nicht freigegeben zu werden. Das ist schade. Das beschäftigt sich also mit Unternehmerinnen in Mogadischu in Südsomalia. Ich würde Sie dann bitten, sich dieses Video einfach selber anzuschauen. Genau, weil es ziemlich genau diesen Punkt trifft, dass an Orten, wo normalerweise eben nur Elend und Chaos erwartet wird, sagen sich ökonomische Chancen auftun und diese Orte also mit einem Schlag mit Hilfe neuer Technologien sozusagen in globale Beziehungen gesetzt werden können. Und das eben auch, also wenn man es jetzt mal positiv ausdrücken will, dass das Potenzial des Neoliberalismus für den sozialen Aufstieg von Menschen aus dem globalen Süden unterstreicht. Also nochmal historisch hergeleitet, Neoliberalismus wurde erstmals als Begriff in den 1920er Jahren verwendet. Wie schon eingangs gesagt, im Wesentlichen ging es darum, liberale Ideen gegen Dynamiken wie die zunehmende Kollektivierung eben durch zum Beispiel die Bolschewiken in Russland, aber auch die Nationalsozialisten im Deutschen Reich zu verteidigen. Also liberale Ideen, die sozusagen von diesen Totalitarismen, die in den 1920er, 30er Jahren in Ost- und Westeuropa eine große Rolle gespielt haben, die von diesen Totalitarismen, die eben auch mit planwirtschaftlichen Maßnahmen einhergingen, bedroht wurden. Also man darf sich in dem Punkt da keine Illusionen hingeben. Die neoliberalen Vordenker wie von Mises oder von Hayek, die waren sozusagen gegen sowohl die Bolschewisten als auch gegen die Nationalsozialisten vor allem, weil beide eben planwirtschaftliche Maßnahmen in der Wirtschaft einführen wollten oder eingeführt haben. Genau. Dann waren sie aber auch gegen den Keynesianismus, der so sehr, sehr stark eben wirtschaftliche Interventionen, also vor allem im Nachgang zur Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre, staatliche Interventionen in die Wirtschaft vorgesehen hat, um eben soziale Notlagen abzufedern. Also gerade die Weltwirtschaftskrise hat ja 1929 zu starken sozialen Verwerfungen geführt und Keynes hat dann vorgeschlagen, dass in Zukunft tatsächlich staatliche Maßnahmen bereitgestellt werden müssen, um eben diese Verwerfungen der wirtschaftlichen Krisen abzufangen. Dagegen waren die Neoliberalen auch.
Dann fanden diese ersten berühmten Treffen statt, die wir sicherlich auch in den Referaten nochmal angesprochen bekommen. Also das einmal das Kolloquium Walter Lippmann in Paris 1938, was also ein Buch von Walter Lippmann, das 1937 erschienen ist, würdigte und eben als wichtiger Ort und Zeitpunkt galt, an dem neoliberale Ideen auch zum ersten Mal bewusst formuliert wurden und auch der Begriff des Neoliberalismus für diese Gruppe von Denkern gewählt wurde. Dann kam aber der Zweite Weltkrieg dazwischen, der wiederum eben mit auch planwirtschaftlichen Maßnahmen selbst in den nicht totalitär regierten Staaten einherging, wo also für den Krieg produziert werden musste in den USA, auch in anderen westlichen Ländern, in Großbritannien. Wo also der freie Markt tatsächlich wieder Schaden genommen hat. Aber unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg kam dann die Gruppe, die sich schon zu diesem Kolloquium Walter Lippmann in Paris getroffen hatte, erneut zusammen, erweitert in erweiterter Form, hat sich dann in der Schweiz getroffen, wo dann 1947 diese Mont Pèlerin Society gegründet wurde. Wichtige Teilnehmer waren Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises, Walter Lippmann, Milton Friedman und andere, die sich sozusagen als Vordenker dieses neuen Konzeptes des Neoliberalismus verstanden haben und dann auch gleich, und das finde ich ganz interessant, in die Zukunft geplant haben. Also sozusagen über die Etablierung von Netzwerken und die Etablierung von Institutionen weltweit, aber vor allem natürlich in Ländern Westeuropas und Nordamerikas, geplant haben, ihre Ideen sozusagen zum durch ihre Ideen dominant zu machen. Also im Grunde genommen war es in den 1940er Jahren war Neoliberalismus eine marginale Wirtschaftstheorie und sollte dann über Strategien, wie zum Beispiel eben die Gründung von Institutionen, Thinktanks, Publikationen, Kolloquien und so weiter, sollte dann verbreitet werden und letztlich dominant oder hegemonial gemacht werden. Jetzt hier sozusagen noch so ein paar Daten und Fakten zu dieser Mont Pèlerin Society. Ich glaube, das können Sie sich einfach in Ruhe durchlesen. Dann haben Sie das, wenn Sie das brauchen. Diese Treffen finden nach wie vor statt. Diese hegemonialen Bestrebungen, die ich gerade eben schon angedeutet habe, die sich eben in vielen Bereichen der Wissenschaft und des öffentlichen Lebens widerspiegeln, wo dann auch Thinktanks gegründet werden, wo Politikerinnen und Politiker beeinflusst werden, bis hin eben zu der Einflussnahme auf nationale politische und wirtschaftliche Systeme, wie zum Beispiel eben dann in Großbritannien unter Margaret Thatcher in den 1980er Jahren, in den USA unter Ronald Reagan auch in den 1980er Jahren. Und eine interessante Spielart des Neoliberalismus, der Ordoliberalismus, der ab den 1960er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland auch als Basis diente für das, was wir als soziale Marktwirtschaft, sozusagen was wir als soziale Marktwirtschaft kennen in der Bundesrepublik Deutschland. Der Ordoliberalismus, der also schon eine Spielart des Neoliberalismus ist, allerdings stärkere soziale Sicherungsmaßnahmen des Staates vorsieht für diejenigen, die eben nicht am freien Markt erfolgreich teilnehmen können. Es gab dann auch noch unter andere Spielarten, Konstitutionenökonomik von James Buchanan, einem amerikanischen Wirtschaftstheoretiker, der also auch ganz stark eben sich Gedanken gemacht hat, wie eine politische Verfassung gestaltet werden kann, um den freien Markt zu begünstigen. Und es gibt eben eine Enabling Constitution, eine Limiting Constitution. Die Enabling Constitution soll also wie schon mehrmals jetzt auch gesagt, die Bedingungen für den freien Markt bereitstellen. Und die Limiting Constitution soll dafür sorgen, dass der Staat sich also nicht in den laufenden wirtschaftlichen Betrieb auf dem freien Markt so einmischt, dass das dazu also zu sozusagen Verzerrungen der ökonomischen Dynamiken kommt. Genau, aber auch in dieser Konstitutionenökonomik sind gewisse soziale Sicherungsmaßnahmen vorgesehen für diejenigen, die da sozusagen auf dem freien Markt eben nicht ihr Glück machen können. Und dann später sich eine Position, die später noch als die dominante Neoliberale identifiziert werden kann, ist dann die von Friedrich August von Hayek, der also die Marktordnung vielleicht am stärksten von all diesen neoliberalen Vordenkern, zumindest der Frühzeit, naturalisiert. Also der Markt wird im Grunde genommen nicht als ein Produkt von menschlichen Handlungen angesehen, sondern als ein
im Grunde genommen ein naturgegebenes Phänomen, wie ein Erdbeben oder sowas. Also dass die Marktordnung ist im Grunde genommen dem menschlichen Handeln zu einem gewissen Maße entzogen. Natürlich agieren Menschen als Händler und tauschende Akteure auf dem Markt, aber gleichzeitig gibt es eben auch unvorhersehbare Phänomene. Also Unsicherheit ist ein großes Thema bei von Hayek. Und das macht also das Marktgeschehen zu einem gewissen Maße unplanbar, macht es zu so einer Art von Naturgewalt oder Naturereignis. Und also gepaart mit Fleiß und Findigkeit des Unternehmers ist dann auch das Phänomen des Glücks. Also wer sich auf dem freien Markt wirklich durchsetzt, wessen Produkte Gewinne erwirtschaften, hat nicht nur etwas mit Fleiß und Findigkeit des Unternehmers zu tun, sondern eben auch mit einem Quäntchen Glück, was wiederum dieses meritokratische System und dieses leistungsorientierte System, was sowohl dem Liberalismus als auch dem Neoliberalismus in der Sicht vieler anderer Theoretikerinnen zugrunde liegt, das so ein bisschen in Zweifel zieht. Also die Legitimation für die Ungleichheit, die durch das freie Marktgeschehen auch produziert wird. Diese Legitimation, die war bei den klassischen Liberalen und auch bei anderen neoliberalen Denkern immer dadurch gegeben, dass es ja darum ging, also wenn du dich wirklich anstrengst, dann wirst du auch belohnt, also meritokratisch. Und bei von Hayek über diese Unabwägbarkeit oder durch die Unplanbarkeit des Marktgeschehens zu einem gewissen Maße fällt diese Legitimation im Grunde genommen weg. Also manche Theoretikerinnen oder Interpretinnen von Hayek lesen da so einen gewissen, schon fast so einen gewissen Evolutionsgedanken auch drin, dass am Markt sich eben nur die Starken wirklich dann auf Dauer durchsetzen, beziehungsweise der Markt so ein gewisses Aussortierungsinstrument auch darstellt, im Sinne von Survival of the Fittest, was also möglicherweise auch erklären könnte, dass in gewissen rechtskonservativen Kreisen der Neoliberalismus bei uns heute hohes Ansehen genießt. Das sind aber so Gedankenlinien, die nicht so ganz leicht nachzuvollziehen sind und vielleicht auch nicht immer ganz schlüssig beweisbar sind. Aber was Sie sich merken können, Friedrich August von Hayek, ein wichtiger Denker des Neoliberalismus, der also so ein ganz extremes, freies sozusagen Marktgeschehen sozusagen darstellt, wo kaum noch soziale Sicherungsmaßnahmen vorgesehen sind und wo es tatsächlich so ist, dass wer da eben rausfällt, der hat es, also jetzt mal in Anführungszeichen, tatsächlich auch verdient. Was also eben tatsächlich das Türchen öffnet für sehr konservative und fast schon evolutionistische oder neoevolutionistische Gedanken in manchen Kreisen bis heute. So, das Ganze war natürlich lange Zeit eher eine Art von Theorie, wurde dann zum ersten Mal in den 70er Jahren in die Praxis umgesetzt. Mit dem Sturz von Präsident Allende, 1973, glaube ich, war das, in Chile kam also General Pinochet an die Macht und der hat tatsächlich dann politische und ökonomische Reformen im Sinne des Neoliberalismus in seinem Land umgesetzt. Das war eine Art von Laborversuch, an dem auch dann Ökonomen von der University of Chicago, also Milton Friedman und seine Mitarbeiterinnen teilgenommen haben. Also in Chile wurde dann zum ersten Mal der real existierende Neoliberalismus ausprobiert, der mit eben Privatisierung von Staatseigentum, Öffnung des Binnenmarktes für den globalen Handel, Währungsstabilität, Deregulierung, wie sagt man, Abbau sozialstaatlicher Maßnahmen oder Hilfsmaßnahmen des Staates, Verschlankung des Verwaltungsapparates. All diese Maßnahmen wurden in Chile exemplarisch innerhalb von kürzester Zeit durchgesetzt von der autoritären Regierung General Pinochets und haben dort natürlich dann auch zu den entsprechenden Spannungen und Schwierigkeiten geführt, die allerdings eben durch die autoritäre Regierung auch sozusagen also Aufbegehren gegen diese Maßnahmen konnte von der autoritären Regierung unterdrückt werden. Genau, also in vielen Ländern des globalen Südens, angefangen jetzt in Lateinamerika Mitte der 70er Jahre und dann hinübergehend vor allem in subsaharische Afrika in den 1980er Jahren, wurden neoliberale Reformen durchgesetzt.
Es ging dann also darum, dass Rechenschaftspflicht und ökonomische Disziplin eingeführt werden sollte. Und dass also zunehmend sozusagen die Politik gegenüber der Wirtschafts- oder den Wirtschaftsakteuren verantwortlich war und nicht umgekehrt. Also der Markt oder die Wirtschaftsakteure waren nicht mehr der Politik gegenüber rechenschaftspflichtig, sondern im Grunde genommen sollte die Politik gegenüber den Wirtschaftsakteuren rechenschaftspflichtig gemacht werden. Was dann, hier, wie es diese Karikatur anzeigt, also tatsächlich zur relativ rapiden Verarmung oder weiteren Verarmung dieser Länder im globalen Süden geführt hat, die neoliberale Reformen über sich ergehen haben lassen, beziehungsweise bei sich umgesetzt haben. Also das ist so ganz grob zusammengefasst das Ergebnis von neoliberalen Reformen, die in den 1980er Jahren zum Beispiel in subsahara-afrikanischen Staaten angestoßen wurden, vor allem durch den Internationalen Währungsfonds IWF, der also bei Schuldenproblemen dieser Staaten Strukturanpassungsmaßnahmen vorgeschlagen hat, die dann eben auch als Kondition erstmal umgesetzt werden mussten, bevor dann diese IWF-Gelder fließen konnten, beziehungsweise um diese Gelder weiter fließen zu lassen, mussten eben weitere Reformen vorangetrieben werden. Also die Privatisierung der Staatsbetriebe, die Öffnung der Binnenmärkte, die Regulierung der Wirtschaft, Verschlankung des Verwaltungsapparates und so weiter und so fort. Auf lange Sicht, also aus Perspektive der späten 1990er und frühen 2000er Jahre gesehen, kann man erkennen, dass genau die Staaten, in denen diese Strukturanpassungsmaßnahmen im Sinne einer neoliberalen Wirtschaftstheorie durchgesetzt wurden, heute diejenigen sind, die noch viel ärmer geworden sind. Insofern ist es wirklich unklar, ob man empirisch gesehen sagen kann, es gibt Erfolgsmeldungen durch neoliberale Reformen. Auch in Westeuropa und in Teilen des globalen Nordens wurden diese neoliberalen Reformen durchgeführt. Da in dem Fall dann von demokratischen Regierungen durchaus, also demokratisch gewählten Regierungen, die jetzt also nicht abhängig gemacht wurden vom IMF, sondern die tatsächlich aus freien Stücken, wo also die Mehrheit der Bevölkerung sozusagen Menschen ins Amt gewählt hat, die dann tatsächlich diese Reformen zum Teil auch sehr radikal umgesetzt haben. Und exemplarisch steht also Margaret Thatcher, die in den 1980er Jahren in Großbritannien regiert hat, die also auch diese Philosophie des Neoliberalismus verinnerlicht hat und wirklich auch mit aller Härte durchgesetzt hat. Und in diesem Zitat kommt es zum Ausdruck: I think we have gone through a period when too many children and people have been given to understand, I have a problem, it is the government's job to cope with it. Or I have a problem, I will go and get a grant to cope with it. I am homeless, the government must house me. And so they are casting their problems on society, and who is society? There is not such a thing, no such thing. They are individual men and women, and they are families, and no government can do anything except through people, and people look to themselves first. It's our duty to look after ourselves and then also to help and look after our neighbor, and life is a reciprocal business, and people have got the entitlement too much in mind without the obligation, because there is no such thing as entitlement unless und so weiter. So, also ich meine, Sie können sich das ja selber nochmal durch den Kopf gehen lassen. Also sie sagt, da gibt es überhaupt keine Gesellschaft. Wir sind nur Individuen, was ja ein klassisches liberales oder auch neoliberales Konstrukt ist. Also es gibt nur Individuen, die sich um sich selber kümmern müssen. Wir dürfen nicht ständig davon ausgehen, dass sich der Staat bzw. die Gesellschaft um unsere Probleme kümmert, also sozialstaatliche Maßnahmen, Hilfsmaßnahmen, Sicherungsmaßnahmen. Das ist nicht die Sache der Gemeinschaft, sondern darum müssen sich die Individuen müssen sich um sich selber kümmern. Und nur wenn wir uns um uns selber zuerst kümmern, können wir auch nach dem Nachbarn schauen, nach den anderen schauen zu einem gewissen Maße, die aber natürlich auch immer wieder ihre Verpflichtungen erstmal erledigen müssen und so weiter. Also Sie sehen hier ein relativ hartes, individualistisches, auf Wettbewerb ausgerichtetes Menschenbild, was eben dann von der Regierung Thatcher über mehrere Legislaturperioden in Großbritannien auch durchgesetzt wurde. Und ähnlich war es in den 1980er Jahren in den USA unter der Regierung Ronald Reagan. Genau, was ist jetzt der analytische Mehrwert dieses Begriffes? Also einerseits bildet er den Rahmen, also Neoliberalismus bildet den Rahmen als begrifflichen Rahmen für heterogene und dynamische Phänomene. Genau, Sie können also insgesamt sagen, dass die Ideen des Neoliberalismus, also einzelne Ideen, diese starke Individualisierung, dieser Wettbewerbsgedanke, Konkurrenz,
sozusagen die Verpflichtung, sich selbst zu optimieren, dass diese Idee natürlich tatsächlich in vielen Teilen der Welt heute nachspürbar sind, also einflussreich geworden sind, also als eine Art von Weltanschauung wirklich wirksam geworden sind. Und das ist ja, um es jetzt mal so neutral zu sagen, eine erstaunliche Karriere von einer eher marginalen wirtschaftstheoretischen Position Ende der 1940er Jahre zu einer Art von hegemonialen Weltanschauung in großen Teilen des globalen Nordens, aber auch Teilen des globalen Südens. Das ist tatsächlich schon eine spannende Karriere, wenn Sie so wollen, dieses Konzepts oder dieser Ideen, die damit verbunden sind. Nochmal, um auf dieses Foucault'sche, auf die Foucault'sche Perspektive zurückzukommen, also damit eine Weltanschauung hegemonial wirken kann, muss sie nicht integral richtig sein, sondern sie muss sich einfach nur ausbreiten können. Sie muss sozusagen als Dispositiv wirksam werden können. Genau, und ein Dispositiv nach Foucault ist ein heterogenes Ensemble von Diskursen, Institutionen, Gesetzen, wissenschaftlichen Aussagen, was eben gesagt und was nicht gesagt wird, was zu bestimmten Zeiten relevant ist. Genau, also in diesen Verbindungen dieser verschiedenen Aspekte bildet sich ein Dispositiv heraus. Darauf geht Paul in seinem Teil der Vorlesung auch nochmal genauer ein. Am Beispiel des Sicherheitsdispositivs. Genau, also man kann sagen, Aspekte dieser neoliberalen Theorie oder vielleicht auch neoliberalen Weltanschauung lassen sich heute auf sehr vielen Ebenen im Globalen nachvollziehen bzw. auch nachspüren. In ethnologischer Sicht gibt es so eine gewisse Überlappung, also nicht, dass es da jetzt eine zwangsläufige Kausalbeziehung gibt, aber dass es eine gewisse Überlappung gibt zwischen neoliberalen wirtschaftstheoretischen Positionen und dem Begriff der Globalisierung. Darauf möchte ich jetzt zum Schluss noch mal ganz kurz eingehen, also ohne dass wir das jetzt erschöpfend behandeln können, ist es so, dass Globalisierung einerseits wahrscheinlich historisch gesehen schon in verschiedenen Ausformungen seit Jahrhunderten, vielleicht sogar seit Jahrtausenden eine Rolle spielt. Also wenn Sie mal genauer darüber nachdenken, es gibt ja auch Kulturbeziehungen zum Beispiel zwischen dem heutigen Lateinamerika und dem südlichen Afrika über den Indischen Ozean hinweg. Also es gibt alle möglichen spannenden Kulturbeziehungen, Völkerwanderungsbewegungen seit Jahrtausenden, die ja im Grunde genommen auch schon als eine Art von Globalisierung verstanden werden können. Dann haben sie allerspätestens ab 1500 eben eine durch die europäische Expansion vorangetriebene Globalisierung in Nord- und Südamerika und Afrika, wo also Einflussnahmen stattgefunden haben, kultureller Austausch stattgefunden hat, natürlich auch politische Veränderungen stattgefunden haben im Kontext des transatlantischen Sklavenhandels. Was natürlich auch Phänomene der Globalisierung oder einer relativ frühen Globalisierung sind. Genau, und das Ganze dann aber verstärkt nochmal vor allem Ende des oder in der Mitte des 20. oder Ende des 20. Jahrhunderts, vor allem durch technologische Neuerungen, die es den Menschen erlaubt haben, also große Distanzen noch viel schneller zu überwinden, entweder in Flugzeugen oder eben auch durch Telekommunikationstechnologie. Die zu einer Art von, wie es Apodorei beschreibt, Deterritorialisierung, Hybridisierung und zur Transnationalisierung geführt haben. Also das sind jetzt so zentrale Begriffe der Ethnologie der Globalisierung aus den 90er Jahren, wo also die Örtlichkeit, wo Menschen sich gerade aufhalten, gar nicht mehr so wichtig ist, vor allem auch nicht mehr, dass sozusagen eine kollektive Zugehörigkeit, ein Ort und eine kollektive Zugehörigkeit sich überlappen müssen. Also in Anführungszeichen, der Deutsche lebt eben in Deutschland, sondern nationale Zugehörigkeiten werden weniger relevant. Örtliche sozusagen also Aufenthaltsorte werden sozusagen temporär. Das Ganze führte zu einer Vermischung, also wenn man es jetzt mal positiv aus ethnologischer Sicht sehen will, zu einer Vermischung von Kultur, zu einer Neubildung vermischter Kulturen, also hybrider Kulturen, zu einem Einflussnahme von Individuen an verschiedenen Orten der Welt, was also mit diesem Konzept des Transnationalismus vor allem gemeint ist, dass Menschen an verschiedenen Orten leben und gleichzeitig ganz verschiedene Identitäten und politische Aktivitäten entfalten können.
Genau, und das hat also der Ethnologe Arjun Appadurai Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre vor allem in seinem Konzept dieser verschiedenen Scapes versucht zu fassen. Also es gibt also Ethnoscapes, Ideoscapes und Mediascapes und so weiter. Es gibt verschiedene Scapes, sind also so eine Art von Landschaften, wenn Sie so wollen, oder ja, es ist ein schwer definierbarer Begriff, aber diese Scapes, das sind sozusagen deterritorialisierte Formen der Existenz, wo also zum Beispiel Identitäten verhandelt werden, wo Menschen kommunizieren, wo Menschen sich sozusagen bewegen. Das hat er versucht, als theoretisches Konzept zu entwickeln, um eben ethnografisch in Zeiten der Globalisierung arbeiten zu können. Und dann unten dieses Zitat ist, oder diese Begrifflichkeiten sind vielleicht noch ganz interessant. Am Ende eines Kapitels in seinem berühmten Buch Modernity at Large schreibt er also, dass die Ethnologie des Chaos, die soll das Ungeplante der Globalisierung erfassen, die Bruchstückhaftigkeit von Kultur aufzeigen. Und ich finde das in gewisser Weise, auch wenn ich dem Appadurai da jetzt nicht Unrecht tun will, aber das sind natürlich auch Begrifflichkeiten teilweise, die sich mit manchen neoliberalen Perspektiven verbinden lassen. Also eine Unabwägbarkeit, also eine Dynamik, ein gewisses Chaos, was tatsächlich auch das Marktgeschehen betrifft und wo eben derjenige, der wagt, derjenige, der findig ist, aber auch der Risiken eingeht, große Gewinne machen kann, natürlich auch herbe Verluste einstecken kann. Aber diese Idee des Wettbewerbs unter unabwägbaren Bedingungen, die ist sicherlich zum Beispiel auch bei von Hayek irgendwie wichtig. Und genau, und diese Loslösung von überkommenen Zugehörigkeiten, sei es jetzt die Nation, sei es jetzt die ethnische Gruppe oder was auch immer für eine Art von Kollektiv, die ist sicherlich auch im Sinne der Neoliberalen, die ja eigentlich den Staat nicht als nationalen Container brauchen, sondern einfach nur als so einen Ordnungsgaranten, also einen Garanten einer minimalen Ordnung, die dem freien Marktgeschehen sozusagen eine Unterstützung gibt und das über natürlich über nationalstaatliche Grenzen hinweg. Also der Neoliberalismus findet nationalstaatliche Grenzen in den meisten Hinsichten nicht besonders positiv und auch die Ethnologie der Globalisierung beschäftigte sich zumindest vor allem Anfang der 1990er Jahre mit dem Überwinden nationalstaatlicher Zugehörigkeiten und auch der physischen Grenzen von Staaten. Also insofern gibt es eine gewisse Schnittmenge und das wurde dann Appadurai auch vorgeworfen von Kollegen wie zum Beispiel Jonathan Friedman, der als Ethnologe erstmal, ich glaube, auch lange Zeit in Lund gewirkt hat, an der Universität von Lund, aber eben auch an der Universität von Kalifornien gewirkt hat und der sich also sehr stark gegen dieses schon sehr positive Bild von globalem Chaos, was Appadurai entwickelt, wendet und sagt, nein, also was wir da, dieses Zelebrieren von Hybridität, von Fusionierung, von Kreolisierung und so weiter und so fort, das ist im Grunde genommen eine Ablenkung von den weiterhin bestehenden, vor allem ökonomisch-politischen Ungleichheiten, die das globale Geschehen prägen. Und wir sollten uns als Ethnologen also nicht dem Enthusiasmus von Appadurai und anderen anschließen, die jetzt also hybride Kulturen und kreole Kulturen und transnationale Dynamiken erforschen wollen, sondern wir sollten lieber weiterhin schauen in klarer marxistischer Perspektive, wie die Akkumulation von Kapital global funktioniert und wie weiterhin die Eliten, die auch schon in der Vergangenheit den meisten Gewinn einstreichen konnten auf Kosten der unterprivilegierten Menschen, die wie die weiterhin auch unter Konditionen oder Bedingungen der Globalisierung ihren Gewinn einstreichen. Also Friedman ist da also in gewisser Weise schon fast konservativ, also klassisch marxistisch orientiert, wenn Sie so wollen. Er sagt, Globalisierung ist nichts Neues und die Ungleichheiten auf dem Globus verlaufen entlang altbekannter sozusagen geografischer Verortungen. Von Imperialismus über Kolonialismus bis hin eben zum jetzigen Zeitpunkt, wenn Sie so wollen, des Neoliberalismus, sind diejenigen, die am gewinnenden Ende der Dynamik sind, immer
mehr oder weniger die gleichen. Das ist natürlich eine etwas vereinfachte Perspektive. Also inzwischen hat sich das schon auch aufgebrochen. Es gibt natürlich inzwischen auch neue Eliten, von mir aus auch auf der arabischen Halbinsel, zum Beispiel in den Ölstaaten, die so ab den 70er, 80er Jahren neue Eliten wurden. Es gibt natürlich auch neue Eliten in der ehemaligen Sowjetunion, zum Beispiel die berühmten Oligarchen in Russland, die eben auch ab den 1990er Jahren aufgeschlossen haben zu den etablierten Eliten im Westen, also in Nordamerika und Westeuropa. Also inzwischen ist das Bild etwas diverser geworden, multipolarer geworden, wenn Sie so wollen. Also die reichsten Menschen der Welt sitzen jetzt nicht mehr zwangsläufig in den USA und vielleicht auch noch in Westeuropa, sondern die reichsten Menschen der Welt sitzen schon jetzt eben auch in Teilen der ehemaligen Sowjetunion oder auch im Mittleren Osten. Und teilweise sogar auch vereinzelt in Ländern des Subsahara-Afrikas. Also das Ganze ist etwas multipolarer geworden, aber das Prinzip ist natürlich immer noch, es gibt sozusagen Eliten, vor allem natürlich im globalen Norden, die sich auf Kosten der Massen im globalen Süden weiterhin bereichern. Und dass diese Kontinuität von Ungleichheit und ökonomischer Ausbeutung, die betont Friedman, wohingegen Apatouray eben sich mit den scheinbar neuartigen Möglichkeiten und Dynamiken beschäftigt, die zum Beispiel auch durch Migration hervorgerufen wurden, Anfang der 90er Jahre oder bis heute. Ja, und die sich so auf kultureller Ebene dann neuartig ausprägen und eben diese Perspektive auf das Kulturelle, das wäre typisch Apatouray, und die Perspektive auf das Ökonomische und die Ungleichheit wäre typisch Friedman, wenn Sie so wollen. Was noch interessant ist, nur als Abschluss, wie sich eigentlich die neuen Rechten, die wir ja auch in diesem Modul ab und zu mal behandelt haben, zu diesem Thema Neoliberalismus positionieren. Und da gibt es also sicherlich jetzt keinen abschließenden Befund. Ich möchte das eben nur am Schluss nochmal als Klammer auch mit erwähnen, dass ja, wenn Sie sich die neue rechte Literatur mal genauer anschauen oder auch die Aussagen mal genauer anhören, die solche Leute wie Götz Kubitschek, aber auch Martin Lichtmeß zum Beispiel oder Benedikt Kaiser und solche Leute machen, oder Martin Sellner, also typische Vordenker der neuen Rechten heute, dann klingt das oft ziemlich antineoliberal. Da wird also der Globalismus gescholten, da wird also sozusagen die Gewinnmaximierung auf Kosten der eigenen lokalen Gemeinschaft gescholten. Da wird also diese Abhängigkeit auch in globalen Handelssystemen abgelehnt. Im Grunde genommen, manche dieser Positionen klingen wie so eine Art von ja, Rückzug auf nationales Wirtschaften, schon fast Rückzug auf eine Art von Subsistenzwirtschaft. Und nicht umsonst gibt es ja, glaube ich, tatsächlich auch so rechte Siedlergemeinschaften in Teilen Ostdeutschlands, vor allem so Brandenburg könnte man die finden, glaube ich, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Also so rechtsorientierte Siedlergemeinschaften, die tatsächlich versuchen, wieder von der eigenen Scholle in Anführungszeichen zu leben, also ohne Konsum von sozusagen eingeführten Gütern, sondern im Wesentlichen das, was sie brauchen, selbst herstellen. Manchmal klingt das, was Götz Kubitschek so von sich gibt, der da ja auch auf seinem Rittergut in Sachsen-Anhalt sitzt, auch so ein bisschen in die Richtung, also dass wir uns unabhängig machen wirtschaftlich von dem, was wir, also unabhängig machen von globalen Produktionsverhältnissen, auf das konzentrieren, was wir vor Ort haben. Genau, gleichzeitig ist das ja auch kein Geheimnis, dass sich die AfD zum Beispiel ja im Wesentlichen am Anfang als eine Art von ja, also nationaler, aber doch irgendwie auch wirtschaftsliberaler Partei positioniert hat unter Lucke, und das auch in konservativen Kreisen der Union oder auch natürlich der AfD nach wie vor Unternehmer sitzen, die sowohl politisch konservative Positionen vertreten als eben auch neoliberale wirtschaftstheoretische Ansichten vertreten. Also insofern ist dieser Rückzug auf die Scholle, den so manche etwas vielleicht ja sehr stark idealisierende neue Rechte propagieren, der ist nicht entspricht also nicht der Realität, sondern der Realität entspricht dann doch eher ein Zusammengehen von
sehr konservativen Positionen und neoliberalen Orientierungen, die eben so ein Minimum vielleicht auch an nationaler Orientierung mit beinhalten. So jetzt als Unterschied zu von Hayek und solchen Menschen. Und da kommt dann zum Tragen, was ich schon gesagt habe in Bezug auf von Hayek, dass also dieser extreme Glaube an den freien Markt und sich selbst regulierenden Markt ja auch schon fast so ein Aussiebungsgedanken mit beinhaltet. Also dass eben die am überlebensfähigsten sich da dann auch auf Dauer durchsetzen können. Und wenn das denn wirklich so ist, dass dieser Gedanke zum Beispiel bei von Hayek irgendwie auch eine gewisse Rolle spielt, dann wäre das sicherlich ein Anknüpfungspunkt für manche neue Rechte, die ja durchaus auch ja so eine Hierarchisierung von Gemeinschaften vornehmen. Auch wenn sie es oft nicht wirklich zugeben, aber auch wenn man zum Beispiel Martin Lichtmeß liest, am Ende seines Buches über Ethnopluralismus fängt er dann tatsächlich auch mit solchen schon eigentlich fast klassischen rassistischen Hierarchisierungen an. Gut, das jetzt aber nur als ganz, ganz, ganz kleiner anekdotischer Abschluss im Grunde genommen zu diesem Thema. Was wir also sagen können, definitiv, Neoliberalismus ist ein polymorphes Konzept, also ein vielgestaltiges Konzept. Er hat sowohl politische, ökonomische als auch philosophische Dimensionen. Genau, er kann Ethnologinnen dabei helfen, bestimmte Phänomene in lokalen, empirisch erforschbaren Zusammenhängen besser verstehen zu können. Interessant aus ethnologischer Sicht ist, dass er uns eben dazu zwingt, das empirisch Erfahrbare vor Ort mit globalen Dynamiken in Zusammenhang zu bringen, also jenseits der eigenen Forschung über diese Rahmenbedingungen nachzudenken oder beziehungsweise in Bezug auf die eigene Forschung über diese Rahmenbedingungen nachzudenken, wie sich jetzt bestimmte Wirtschaftstheorien oder auch Wirtschaftspraktiken an zum Teil sehr weit entfernten Orten aus unserer Perspektive auswirken. Er zwingt also zum Denken über die Grenzen sowohl des eigenen Feldes als auch der eigenen Disziplin hinaus. Vielen Dank. Das wäre jetzt noch die Literatur und damit bin ich am Ende.